Tja, liebe Zuschauer, ist man schuldig oder unschuldig, wenn man 164 Menschenleben opfert, um 70.000 zu retten? Das können Sie entscheiden als Schöffe in einem Justizdrama, das heute in Dresden Premiere hat. Außerdem, BMW feiert 100. Jubiläum und die Lust an der Jagd auf Reh und Wildschwein in einem neuen Doc-Film. Dies und mehr in Arthur nach MDR Aktuell. Bis gleich. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Arthur. Wie würden Sie entscheiden? Ein Selbstmordattentäter kapert ein Flugzeug mit 164 Passagieren, um ein mit 70.000 Menschen vollbesetztes Fußballstadion in die Luft zu jagen. Um das zu verhindern, schießt ein Bundeswehr-Kampfpilot die gekaperte Maschine ab, gegen seinen Befehl, und kommt vor Gericht. Das ist die Geschichte im Justizdrama Terror von Ferdinand von Schirach, dem literarisch erfolgreichen Strafverteidiger. Derzeit zeigen 19 deutschsprachige Bühnen sein Stück. Heute ist Premiere im Staatsschauspiel Dresden. Und das Besondere, jedes Mal sind die Zuschauer die Schöffen. Das Publikum richtet über den Piloten. Schuldig oder unschuldig? 360.000 Deutsche sind Jäger. Ausgestattet mit der Lizenz zum Töten. Sie selbst bezeichnen sich als Naturschützer, die den Wald hegen und pflegen. Jagdgegner halten sie für Mörder mit übersteigertem Trophäenfetisch. Dazwischen liegt ein weites Feld. Das zeigt der Dokumentarfilm Grenzbock, der jetzt in die Kinos kommt. In über 90 Leinwandminuten begleitet er Jäger bei ihrer Arbeit. Über 1 Million Rehe, 500.000 Wildschweine und noch viel mehr wurden im vergangenen Jahr in Deutschland geschossen. Ist das wirklich nötig? Würden wir ohne die Jäger verhungern? Würden die Wälder ohne sie vom Wild kahl gefressen? Ist das wirklich Hege und Pflege, was die Jäger betreiben? Eine Kontroverse, so alt wie die Menschheit. Man kennt sie aus Fußball, Handball, Tennis, aber Profispieler, die gibt's auch im sogenannten E-Sport, dem sportlichen Wettkampf mit Hilfe von Computerspielen. Und diese Profis, sie treffen sich regelmäßig zu großen LAN-Partys in riesigen Hallen, am Wochenende zum ersten Mal auf der Leipziger Messe. Was war das? Ein Paralleluniversum der unter 30-Jährigen? Unser Reporter Sascha Konrad hat sich das gefragt und sich auf der Dreamhack unter all die Nerds und Spielerstars gemischt. Wussten Sie, dass die Geschichte der BMW-Automobile in Eisenach begann und nicht etwa in München? In diesem Frühjahr feiert die Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft ihr 100-jähriges Jubiläum. Beim Rückblick auf die Geschichte stößt man jedoch nicht nur auf Vorzeigequalitäten des börsennotierten Wirtschaftsriesen. Gankino, so heißt ein bulgarischer Tanz. Und wer sich ein bisschen mit Rhythmik auskennt, wird ahnen, dass es jetzt bestimmt ungewohnt heiter losgeht mit unseren Tipps im Kulturkalender.